Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas besonderen Video. Wir sind hier gerade live im Osterstream und heute zu Beginn, wir haben hier ein kleines Frühstück aufgetischt, wir brunchen zusammen, werde ich nach langer Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange ist es her, 2 Jahre, über 2 Jahre schon, na, fast 2 Jahre, was weiß ich, ist schon ein bisschen her, dass es mit Stranded Deep losging und ich habe mir gedacht, jetzt zum Brunchen könnte man sich das ja nochmal zusammen angucken. Ich bin sehr gespannt, wie damals die ersten Folgen waren und ich würde sagen, auf los geht's los. 3 Minuten vorher. Einblicke hinter die Kulissen eines Profi-Streamers. Frohe Ostern, herzlich willkommen im Osterstream. Man sieht das T-Shirt ja gar nicht. Guck mal hier. Es ist Survival Sunday. Natürlich auch Ostern haben wir ein Survival Sunday. Ich wünsche euch allen einen ganz schönen Ostersonntag. Und während hier vielleicht der ein oder andere noch. Warum höre ich denn jetzt Musik doppelt? Während der ein oder andere jetzt vielleicht noch eintrudelt, werden wir hier nochmal, oh, ist das hell, ein, zwei kleine Sachen machen. Ich habe hier extra das vorbereitet, da müssen wir ein kleines Foto machen. Einmal ein kleines Foto für Discord und für YouTube, ne? Dass ein paar Leute hierher kommen, ne? Können ja nicht alle Ostersonntag faul zu Hause sitzen, da können sie schon, sollen aber hier mal reinschalten, ne? Und jetzt, pass mal auf, machen wir hier mal ein schönes Foto von. Da kriegen die Leute Hunger. Das ist immer ganz wichtig, das ist auch mein Grundmotto. Ich habe ein Prinzip beim Let's Play aufnehmen, es ist immer sehr, sehr wichtig, dass die Zuschauer immer Hunger bekommen. Und hungrig dann vor ihren Endgeräten sitzen. Ich muss noch einmal in die Kamera halten, einfach weil ich mir so viel Mühe gemacht habe, das hier so ein bisschen zu drapieren, ne? Guck mal, was wir hier alles essen können, was wir hier alles essen können heute. Habt ihr den schon gesehen? Hab ich extra rausgekramt. Den Gummistiefel-Ostereierbecher. Absoluter Klassiker. Der Titel ist noch falsch! Oh, 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 oh! Das müssen wir aber ändern, das müssen wir aber sofort ändern. Call of Duty Donnerstag. Ich glaube, ich spinne. So, Oster-Special-Stream. Punkt. Aus Feierabend. Just chatting erstmal, ne? Just eating? Gibt's das auch? Gibt's Just eating? Eating. EA Games. E-Girl. Gibt's auch E-Boy? E-Girl. Gibt eine Kategorie E-Girl, Alter. In was für eine Zeit leben wir hier eigentlich? Na gut, in einer Zeit, in der so jemand wie ich auf dem Ostersonntag um 10 Uhr mit Frühstück im Stream sitzt. Dann können wir gleich loslegen. Wir starten heute mit einer Sache, die ich noch nie gemacht habe. Wir werden heute uns die erste Folge Stranded Deep nochmal angucken zusammen, währenddessen ein bisschen was snacken und danach werden wir einfach zocken, worauf wir Lust haben. Wunderbar, meine Freunde. Dann, ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Kaffee dabei und wir machen jetzt reagieren auf meinen eigenst produzierten Kram. Fühlt sich ein bisschen komisch an, irgendwie sich was anzugucken, was man selber gemacht hat. Ich habe es auch echt lange nicht mehr gemacht. Anmoderation muss ja auch sein, ne? Warte mal, eine Sache muss noch ändern. Da oben diese Glocke, das geht mir jetzt schon tierisch auf den Ostergockel. So passt das. Aber man sieht das Survival Sunday gar nicht, weil es umgekehrt ist. Es ist ja spiegelverkehrt jetzt. Das ist ja belastend. Sekunde, Freunde. Ach Mensch, das kann ich machen. Ihr denkt euch, was kaufen der für ein T-Shirt? Das ist ja falsch rum bedruckt. Das geht ja mal gar nicht. Ah, warte, jetzt sieht man mich. Ach, was ist denn jetzt los? Das Ding muss weg. Das will ich nicht haben. Ostersonntag, kurze Pause, weg damit. So, hier, wir sind jetzt in der Kamera. Ganz cool. Oh, Freunde, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Jetzt weiß ich gar nicht, wo meine Maus ist. Rechts oder links? Ihr seht es nur einmal. Ich sehe es doppelt. Das ist hier Chaos pur, Freunde. Aber das ist live. So ist das. Transformation bearbeiten. Nee, nicht Transformation bearbeiten. Seht ihr mal, mit was für einem Kack man sich hier rumschlagen muss. Mixer, Reihenfolge, transformieren, spiegeln. Warte mal, horizontal, vertikal spiegeln, ne? Nein! Oh! Natürlich nicht vertikal. Verdammt. Also nochmal vertikal und jetzt horizontal. Transformieren, spiegeln, horizontal. Survival Sunday, jetzt kann man es lesen. Wunderbar, jetzt gucke ich zwar wieder aus dem Bild raus, aber meine Güte, das ist jetzt so. Damit müssen wir uns jetzt mal arrangieren. Muss ich machen? So. Dann. Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas besonderen Video. Wir sind hier gerade live im Osterstream und heute zu Beginn, wir haben hier ein kleines Frühstück aufgetischt, wir brunchen zusammen, werde ich nach langer Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange ist es her, 2 Jahre, über 2 Jahre schon, na, fast 2 Jahre, was weiß ich, ist schon ein bisschen her, dass es mit Stranded Deep losging und ich habe mir gedacht, jetzt zum Brunchen könnte man sich das ja nochmal zusammen angucken. Ich bin sehr gespannt, wie damals die ersten Folgen waren und ich würde sagen, auf los geht's los. Hört mal was? Hallo und herzlich willkommen. Der spricht zum Let's Play Stranded Deep. Kann man's hören? Ah, diese Musik, ich möchte gar nicht quatschen. Ich möchte sie gar nicht überquatschen. Ja, dann quatsch doch nicht. Weil ich sie einfach sehr mystisch und erwartungsvoll auf das, was geschehen wird, finde.
Also hallo und herzlich willkommen nochmal zum Let's Play Stranded Deep. Dies ist, so viel vorweg gesagt, mein dritter Versuch, diese Aufnahme in Kasten zu kriegen. Kann man das hören? Ist das laut genug? Der dritte Versuch, ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Haben wir drei Versuche gebraucht? Ich weiß es nicht mehr. Ich hoffe, man kann es hören. Das wäre super, wenn ihr es kurz schreiben könnt, weil für mich selber ist es sehr leise. Ich weiß nicht, wie laut es für euch ist. Es wäre jetzt ärgerlich, wenn man gar nichts hört. Ja, perfekt, okay, wunderbar. Oh Mann, Mann, Mann. Ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten keine Palme. Heißt ja auch Palmpanne oder so, ne? Palmpanne. Oh Mann, Mann, Mann. Hier, da. 21.06. 21.06.2019. Schon ein bisschen her. Da war das Leben noch unbeschwert, meine Freunde. Weiter geht's. Ersten Versuch gab es Ingame-Probleme, beim zweiten hat die Aufnahme nicht ganz geklappt und jetzt sollte es eigentlich klappen. Eigentlich habe ich Stranded Deep schon wirklich lange nicht mehr gespielt. Ich habe es mir ganz am Anfang geholt. Da fand ich das Spielkonzept einfach genial. Also Survival Games absolut mein Fall. Allerdings waren da noch ziemlich viele Bugs und ich habe es dann irgendwann beiseite gelegt und gedacht, schaust du irgendwann mal wieder rein und irgendwann ist heute. Das war wirklich so früher. Früher war das Spiel war ja ganz anders. Vielleicht hat der ein oder andere das auch noch mal gesehen. Gronkh hat letztens auch bei Twitch hier alte Folgen veröffentlicht, also quasi das da laufen lassen. Früher das Spiel, das war überhaupt nicht vergleichbar zu heute. Es sah ganz anders aus. Du bist beim Paddeln vom Floß immer runtergefallen und. Und es war echt verrückt. Aber es gab auch ein paar Tools, die haben sie dann wieder weggenommen. Ein paar Sachen, die ich echt cool fand. Wie zum Beispiel das Feuerzeug, das man es am Anfang hatte. Gut, ist auch nicht schlecht. Das ist ein bisschen realistischer, dass sie es wieder weggenommen haben. Aber ja, es hat sich schon echt verdammt viel getan. Und ich bin echt froh. Ich habe das. Wie lange gibt das jetzt? 5 Jahre? Ich glaube, ne? Ich habe es relativ früh mir in der Early Alpha geholt und es ist ja immer noch in der Entwicklung. Beziehungsweise gestern schon gewesen. Und ich habe ganz kurz eine Aufnahme versucht, wie gesagt, zu machen, aber mehr habe ich auch noch nicht gesehen vom Game. Also ich weiß nicht, was uns erwartet. Es gibt neues Crafting-Menü, Alles ganz neue erwartet Sachen hier uns, mit dem neuen alles. Update. 51 kam, glaube ich, im Februar raus. Es hat sich viel getan. So, und wir werden jetzt gleich einfach einmal starten. Leider gibt es immer noch keine Einstellungsmöglichkeit, die Items und Sprache insgesamt auf Deutsch zu stellen. Es gab mal einen Patch, der ist allerdings, Dann lern doch halt endlich mal Englisch, Mensch! glaube ich, schon, ja, viel zu alt, 2015 oder so. Vielleicht kommt noch mal einer. Ansonsten, die Entwickler haben wohl gesagt, so habe ich es im Forum vorhin gelesen, dass erst mit der Version, mit der Vollversion dann entsprechend auch die deutsche Sprache eingeführt wird. Ja, es gibt ein paar kleine Bugs noch, deswegen hat auch eine Aufnahme nicht geklappt. Wir konnten dann plötzlich, wir hatten. Ist das immer so, dass ich am Anfang 2 Minuten rumlabere, bevor es losgeht? Passiert da auch mal was? Also ich meine, passiert da was? Feuer, wir hatten Zelt uns gebaut und wir konnten dann aber plötzlich nicht mehr interagieren mit den einzelnen Objekten und konnten auch den Spielstand nicht mehr Ja, das speichern. ist War ja belastend. letztendlich egal, weil die Aufnahme hat sowieso Unappetit. nicht gefunzt so, und naja. Also wir lassen uns mal überraschen. So viel sei vorweg schon mal gesagt. Es kann tatsächlich immer noch zu kleinen Bugs kommen, aber die Entwickler sind am laufenden Bande dabei, haben immer. Kennt ihr diese Leute, die in der Schule so eine Präsentation gehalten haben und am Anfang immer sich schon entschuldigt haben dafür, dass es doch gar nicht so gut funktioniert und eigentlich sind wir nicht fertig geworden. Im Grunde haben wir auch gar nicht verstanden, was unser Thema ist und die Präsentation sowieso. Ach, da gab es auch Probleme mit diesen PowerPoint-Effekten und so weiter und so fort. Und ja, der eine Kollege war auch die ganze Zeit krank und dann hörst du dir 5 Minuten an, warum das, was du gleich hören wirst, total scheiße ist. Hast du doch direkt keinen Bock mehr, ne? Solche Leute, ey. So ein bisschen so ähnlich war das irgendwie auch, ne? Weil ich war echt aufgeregt. Ich kann nur das sagen, ich war echt aufgeregt. Ich habe aufgenommen und ich hab gesagt, ich habe 3 Versuche gemacht. Ich habe viel mehr Versuche gebraucht, weil ich habe am Anfang hab mich ewig verhaspelt. Ich saß da, war so richtig verhaspelt. Ich hatte damals ja auch noch das Mikrofon anders. Ich hatte das damals noch so. Dann habe ich so aufgenommen. Irre. Aber ich war richtig aufgeregt. Richtig. Immer viele Updates rausgeholt. Moment, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier bei unserem alten Spielstand. Das wollte ich so nicht. Weißt du, das hätte man auch rausschneiden können, oder? Da gehen wir noch mal raus. Ja, so, gehen wir noch mal raus. Tut mir leid für die kleine Verzögerung. Das war, wie gesagt, der erste Versuch, der dann nicht mehr geklappt hat. Wir starten jetzt ein neues Spiel. Singleplayer. Auch neu, es gibt jetzt den Koop-Modus. Kann man zu zweit spielen. Habe ich auch noch nicht probiert. World, nehmen wir mal. Und es gibt immer noch keinen Multiplayer. Mittlerweile über die Epic-Version gibt es einen Multiplayer, aber so noch nicht. Mal eine Random World. So, und jetzt
Starten wir mal. So. Also, Stranded Deep ist ein Survival Game. Wir sehen gleich, wir sind ein Bankmanager in einem Privatjet, fliegen, weiß ich nicht, nach Dubai oder wo Bankmanager eben so hinfliegen, um irgendwie ihr Geld auszugeben. Nach Panama. Ja, uns geht's hier noch. Nach Madeira. Wir sind kein Bankmanager. Wir sind einfach YouTuber und haben uns gerade unser drittes Haus auf Madeira gekauft. Und da fliegen wir jetzt gerade hin. Im Lockdown. Mit dem eigens dafür gecharterten Privatjet. Wir fliegen unter dem Radar, wenn man eigentlich nicht fliegen darf. Ne? So sieht's nämlich aus. Auch ganz gut. Ein bisschen Turbulenzen sind hier im Flug. Ah, Licht ist wieder an. Ne? Hier, Laptop, können wir unsere Finanzkurse checken. Und hier natürlich einen schönen Shake können wir uns auch machen. Wir düsen hier irgendwo über den Pazifik oder Atlantik oder wow, wow, wow. Ah, kleine Turbulenzen. Oh, das sind große Turbulenzen. Da hat es uns gleich hier ein Loch in die Seite geschlagen. Der Kühlschrank ist auch schon raus. Aber wir haben natürlich keine Flugangst. Das kennen wir alles schon. Das macht uns natürlich überhaupt nichts aus. Ja, wobei, es geht ja doch schon ganz schön steil bergab. Wir essen ganz gut weiter. So. Boah, erstmal hier Luft schnappen hier. Also wir sind wohl gerade dabei zu sinken. Müssen hier raus. Das Intro ist so ähnlich. Ne? So war es früher auch. Ich erinnere mich, dass es ein bisschen länger war. Fand ich ehrlich gesagt ganz schön. Ja. Da konnte man noch ein bisschen durchs Flugzeug laufen, sich ein bisschen umgucken und über. Konntest du so einen kleinen Shake, vielleicht erzähle ich es auch gleich, Martini musstest du irgendwie anzünden und so hattest du quasi das Feuerzeug, musstest du aufheben, dann musstest du es anzünden, den Martini, und dann hattest du ein Feuerzeug. Kurze Zwischenfrage, was seid ihr für Eiermenschen? Ei eher so klopfen und aufpulen oder köpfen? Wie macht ihr das? Also ich bin absoluter Köpfer, muss ich ja ganz ehrlich sagen, das, und dann auslöffeln. Ne? Wie macht ihr das? Überlegen, wer man wo ist, wo man wo lang fährt. Gut, hier fliegt alles in der Luft hier, schönen Wein können wir leider nicht mitnehmen. Leute, ich glaube, wir müssen hier raus. Die fliegende Fernbedienung können wir auch nicht mitnehmen. Können wir den Piloten mitnehmen? Nee, da kommen wir nicht rein. Dann schnell raus. So, hier. Hier sind wir. Brenzlig ist davon gekommen. Sind wir davon gekommen? Hier brennt sogar das Wasser. Ne, das scheinen die Tragflächen zu sein. Zum Glück ist hier so ein kleines Rettungsboot. Da müssen wir irgendwie hinkommen. So, jetzt ist es fast früher auch anders, diese Startanimation. Eieieiei. Aber wir haben es überlebt, den Absturz. So, jetzt wachen wir hier auf. Ich schätze mal, wir sind einfach in Ohnmacht gefallen hier bei dem ganzen Stress. Und sind hier auf unserem gelben Rettungsbild. Es kommt mir irgendwie gerade aktuell sehr bekannt vor, ne? Das ist so dieser Anfang, wo man nichts hat und irgendwo auf einer fernen Insel ist. Also, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, das kommt mir sehr bekannt vor gerade. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es mir sehr bekannt vorkommt. Bündchen. Und da vorne ist eine Insel. Eine kleine Insel. Ja, wir haben hier, man sieht es ein bisschen im Horizont, überall kleine Inseln. Ich denke mal, wir fahren einfach mal gleich zu dieser hier. Das ist irgendwie naheliegend. Wo ist denn? Ah, da. Ja, das Paddel. Zack. Und dann schippern wir mal dahin. Gut, dass hier so eine Insel ist, dass wir hier nicht mitten auf dem Wasser sind. Ne? Ist allerdings keine sehr große Insel. Ist kein Problem. Aber wir werden die Vielfalt an Palmen ist auch berauschend auf dieser Insel, oder? Boot hier mal. Hopp. Steigen wir mal raus. Hoppala. Das Boot nehmen wir mit. Ne? Einfach ein bisschen hinter uns herziehen hier. An der unsichtbaren Zugleine sozusagen. Sonst fliegt es nämlich weg. Was haben wir hier? Achso, das ist wahrscheinlich hier, genau, damit, wo kam die Luft rein. Hier haben wir einen Anker, den brauchen wir jetzt auch nicht. Das schmeißen wir erstmal hier hin, das Paddel, das brauchen wir jetzt. Anker setzen, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Ich empfehle euch, falls ihr selber Stranded Deep spielt, immer den Anker zu setzen und vor allem das Floß nicht zu weit weg von der Insel zu parken. Es könnte sein, dass es beim Speichern verloren geht und nicht mitgespeichert wird. Deswegen das Floß immer ganz dicht an die Insel ran. Und dann speichern. Am besten auf die Insel. Am besten mittig auf der Insel platzieren. Sonst ganz schlecht. Jetzt nicht. Ja, was haben wir denn hier drin? Ah, yeah, so,
Hier haben wir einen Kompass, Notration und Bandage. Lassen wir jetzt aber erstmal hier drin. Wir bleiben ja eh hier erstmal auf der Insel, damit unser Inventar nicht gleich so voll ist. Ja, So, glaube ich auch, sehe, dass wir die lange auf Vögel der Insel gibt's. bleiben. Die Texturen haben sich auf jeden Fall verändert. Das gefällt mir. Wir schauen uns jetzt mal um ein bisschen. Wir müssen halt jetzt oh, hier ein bisschen Blech liegt hier rum. Wir müssen auf Bisschen die jeden Fall Qualität überleben hier auf hochstellen, ne? unserer kleinen Insel. Oh, hallo? Der findet es wohl nicht so gut, dass wir hier auf seiner Insel sind. Versteckt sich. Den holen wir uns noch später. Den holen wir uns noch. Aber wir haben noch nichts. Unser Inventar ist leer. Wir müssen jetzt überleben. Und müssen gucken, was für Rohstoffe wir hier so finden, was wir hier machen können. Können uns ein kleines Häuschen bauen. Es gibt eine Armbanduhr. Wo ging das nochmal auf? Ah ja, F. So, hier die. Guck mal, wie die Uhr damals noch aussah. Die Beepi. Das war noch so eine richtig alte, so die ersten. Na, ist ja gar keine richtige Smartwatch oder so. Mittlerweile ist es ja eine Smartwatch, glaube ich. Damals war das noch so ein bisschen, ja, so wie so diese ersten Schrittzähler-Armbanduhren irgendwie, ne? So sieht das so ein bisschen aus. Beepi. Die Beepi, da haben wir die Beepi Watch, Survival Watch, die zeigt uns an, wie viele Tage wir schon überleben, wie viel Grad es sind, 34 Grad, 34,8 am 16. April, boah, frühsommerliche Temperatur, ne? 16. April, Mensch, das ist ja bald. Wir haben was aber den 4. Siehst du? Siehst du? Das ist bald. Das ist gar nicht gewesen, das ist bald. Genau, hier sehen wir dann unsere Lebensanzeige, ob wir Hunger haben, Durst haben und den Grad der Erschöpfung. Das muss man im Blick behalten. Das Hauptproblem ist nämlich Trinken und Essen am Anfang. Und ja, da müssen wir uns gleich drum kümmern. Als allererstes brauchen wir irgendein Werkzeug. Dafür gehen wir mal ins Crafting-Menü. Stone Tool, genau. Stone Tool, hier sehen wir, was wir dafür brauchen. Wir brauchen einen Rock. Wunderbar, haben wir hier liegen. Den schnappen wir uns. Und jetzt kann man das einfach hier, zack, sich craften. Kann ich, glaube ich, noch was lernen in der ersten Und jetzt Folge, haben du? wir hier so eine schöne verlängerte Handkante. Und mit der verlängerten Handkante können wir jetzt schon arbeiten hier. Ja, wir brauchen auf jeden Fall, was sind die drei wichtigsten Sachen in der Survival-Notsituation? Wir brauchen einen Unterstand, wir brauchen Feuer und wir brauchen Trinken. Das ist wichtig Und und eine wir fangen gleich mal Handkante. mit dem Feuer an, denn die Sonne geht irgendwann unter. Wir haben ja gesehen, es ist, na gut, es ist noch Und 11 Uhr, ist Speichern noch ist relativ wichtig. früh, aber die Sonne wird untergehen und bis dahin brauchen wir ein Feuer, weil sonst wird es nämlich dunkel. Dann sehen wir nichts. Guck mal, ich habe auch eine Palme hier, ne? Wer es noch nicht gesehen hat, da hinten, wir haben jetzt auch eine eigene Palme hier. Ich wollte eigentlich noch eine Kokosnuss hinhängen. Und ein Hai wurde ja auch schon vorgeschlagen. Du hast es ja vorgeschlagen. Ein Hai kommt auch noch. Kommt noch. Mehr. Feuer. Was brauchen wir für ein Feuer? Für ein Feuer brauchen wir einfach vier Stickies. Einen haben wir schon. Zwei. Da hinten liegt noch einer. Gut, dass hier so ein paar Stickies rumliegen. Ne? Ja, zack. Komm, nehmen wir noch mal einen mehr mit. So, jetzt können wir schon uns ein Campfire basteln. Das können wir jetzt hier irgendwo hinsetzen. Suchen wir uns jetzt mal einen kleinen Ort. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen ins Innere der Insel, oder? Wenn jetzt Mich würde mal interessieren, wo diese Insel noch ist. Ach nee, Moment, wir haben ja, ah, das ist ja Staffel 1, wir haben ja die aktuelle Karte, ist ja eine ganz andere Welt. Ich hatte sonst gedacht, sonst lass uns mal drauf achten, was, wieso die Wracks so positioniert sind. Und dann lass uns die mal suchen, unsere Startinsel. Ich hätte ja gerne noch mal gewusst, wo unsere allererste Insel ist, aber wir haben ja nach 10 Folgen noch mal neu angefangen, fällt mir gerade ein. jetzt hier die Flut kommt, ne? Nicht, dass dann hier unser Feuer erlischt. Hier an den Stein so ein bisschen. Ja, hier kann man doch gut am Stein sein Lager errichten. Hier an diesem Stein hier oder hier. Wo setzen wir dann unser Zelt hin? So, hier erstmal hier in der Mitte das Campfire. Wunderbar. Da habe ich jetzt auch schon rausgefunden, wie man es anzündet. Das war auch Katastrophe in der ersten Folge. Man braucht kein Feuerzeug mehr oder sowas. Früher konnte man es einfach so mit E anzünden. Jetzt muss man richtig mit der Hand ein Feuer reiben. Das werden wir heute Abend auch auf jeden Fall noch machen. So, als nächstes brauchen wir ein Shelter. Shelter, da können wir schlafen. Und wir können vor allem das Game saven. Wir können speichern im Shelter. Ganz Und um wichtig, diesen speichern. Unterstand zu bauen, Wird brauchen oftmals wir auf jeden Fall wieder unterschätzt. drei Sticks. Dann Palme und Lashing. Für Lashing, schauen wir hier, wo war das? Lashing, da glaube ich, ne? Brauchen wir diese Viecher hier, die gibt es an der Yucca-Palme.
Gut, das heißt, wir müssen einen Baum fällen, weil wir brauchen. Haben wir keine Palme? Wir haben keine Palme. Es ist halt wirklich so, ich dachte, oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Also es ist ja nicht so, dass ich privat nur für mich spiele. Ich dachte, jetzt willst du hier ein tolles Let's Play anfangen oder hast du keine Palme auf deiner ersten Insel? Aber was ich überhaupt nicht gecheckt habe, glaube ich, ist, dass ich das Holz ja auch von den normalen Fiskusbäumen und so hätte nehmen können. Aber ich glaube, was halt auch gebraucht wird, das ist so ein Palmwedel, ne? Wir haben keine Palme? Freunde, es ist die erste Insel, auf der ich. Das kann doch nicht sein. Die erste Insel, auf der ich bin, seitdem ich dieses Spiel kenne, auf der es keine Palme gibt. Freunde, wir haben ein Problem. Weil Direkt auf schon wieder den Palmen stinksauer wachsen gewesen. nämlich so Kokosnüsse. Und die Kokosnüsse braucht man, um. Um sich eine fette Vergiftung zu holen und anschließend Dünnschiss zu haben? Ja, genau. Kommt, glaube ich, auch noch. Zu trinken und zu essen am Anfang. Wenn wir hier keine haben, dafür haben wir hier so ein bisschen Zeugs. Ja, dann müssen wir zu einer Nachbarinsel und da was holen. Ah, bin ich blöd, es kann doch nicht sein, dass es hier keine Palme gibt. Mann, das Blöde ist, man musste ja auch die ganze Und Zeit das dann wird eine selber noch Insel. paddeln. Ja, das hier ist keine Palme, das ist eine Yucca. Gut, Yucca sind auch Palmen, aber das sind nicht die, ist nicht die Art von Palme, die wir brauchen. Ist keine Yucca, Können wir das ist jetzt hier eine auch mit Jucca. unserer verlängerten Handkante draufschlagen? So, ne, da kommen auch diese Dinger, die wir hier für Lashings brauchen. Aber, ja, Verlängerte ich überlege Handkante, gerade, was wie für ein machen wir das Blödsinn. denn? Weil ein Shelter brauchen wir unbedingt. Sonst wird das die nächste Aufnahme, bei der wir nicht speichern können. Weil Ganz blöd. dieser Bug, der tritt ab und an mal auf, da kann man einfach nicht mehr interagieren. Ne? Da kann ich mit keinem Objekt mehr interagieren und dann kann ich auch nicht mehr speichern. Und dann muss ich das Spiel neu starten und dann ist die Welt verloren. Das heißt, Shelter ist schon wichtig. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Jetzt hat man mich, glaube ich, gerade gar nicht gehört. Ich war gemutet. Ich wollte sagen, ich kann mich kaum noch dran erinnern, aber das haben die dann irgendwann gepatcht. Das war total nervig. Manchmal war einfach so der Fehler, konntest halt nichts mehr machen. Ging einfach gar nichts mehr. Und für ein Shelter brauchen wir, da kommen wir nicht drum rum. Lashings können wir jetzt machen. Wir brauchen hier Palmfronds. Den Palmfronds. Den französischen Palmenfronds. Leute, wir werden jetzt erstmal in unser Boot und werden zu dieser Insel da. Oder zu der, die ist näher, oder? Ja, die ist näher. Wir dürfen nur nicht vergessen, von wo wir kommen, weil ansonsten wird das hier sehr hoffnungslos. Man kann nämlich schnell die Orientierung verlieren. Ach, eigentlich will ich das überhaupt nicht. Ich will das überhaupt nicht. Es gibt nämlich auch Haie und die greifen einen auch an. Ja, die gibt's. Und das mag ich nicht. Aber wir haben hier keine Chance. Wie komme ich denn hier drauf? Mag ich auch nicht. Vor allem auf dem kleinen Ach Raft so. ist das Ding. Auf dem kleinen Okay. Raft, da reißen die dich auch echt mal runter, ne? Ich weiß Hallo? gar nicht, wie unsere erste Fahrt übers Floß war. Aber auf dem kleinen Raft, reißen dich gerne mal runter. Gunni, einen schönen guten Morgen. Wunderbaren Ostersonntagmorgen, wünsche ich auch dir. Ich hoffe, du hattest einen entspannten, freien Tag, konntest ausschlafen, ein bisschen von der Arbeit erholen. Willkommen im Stream. Wir sind schon bei der ersten Insel hier angekommen, haben festgestellt, es gibt keine Palme und das geht uns ganz schön auf die Palme und deswegen müssen wir weiter zur nächsten. Wir brauchen. Ah, hier, da ist unser Paddel. Jetzt geht's los. Wir brauchen Palmen. Ohne Palmen können wir das komplett vergessen. Ohne Palmen, ohne So, mich. wir fahren jetzt mal zu diesem hier geradewegs rüber. Es gibt Palmen auf dieser Insel. Hallo. Die Steuerung hat sich auch ein bisschen geändert. Wow, nächster Fehler. Ich kann irgendwie nicht Floß fahren. Fahr so von links nach rechts, keine Ahnung. Jetzt fahren wir gerade drauf zu, ne? So. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, das wird ein paar Minuten dauern. Also wir haben noch kein Motorboot. Man kann sich später, man kann auch Engines finden und so, ne? Verschiedene Teile. Dann kann man sich ein Boot craften. Fun Fact: 133 Folgen später haben wir immer noch kein Motorboot. Fun Fact: 133 Folgen später haben wir überhaupt gar kein Boot mehr.
kein Motorboot und auch kein sonst was. Mit dem man dann tatsächlich hier rüber düsen kann. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile auch einen Helikopter schon gibt. Hättest da Speere machen können. Ja, diese normalen Holzdinger hätte ich ernten können oder Holz sammeln. Ja, das stimmt. Aber ach, als ob ich den Hai irgendwie abgewehrt hätte mit Speeren. Weiß nicht, ich reiß nochmal in die Zeit zurück und dingse das. Und dingse das. Sollte, glaube ich, kommen. Dann geht das wesentlich schneller. Ja? Also das kostet uns jetzt wirklich viel Energie und vor allem auch Zeit, kostbare Zeit. Sehr schön, das war doch die erste Staffel. Ja, das war die alle. Wir sind in der allerersten Folge hier. Wir sind in der allerersten Folge Palmpanne und gucken uns. Oh, ist ja gleich schon zu Ende die Folge. Gucken uns das an. Ja, es war wirklich so, dass relativ schnell wurde es sehr, sehr heikel, sage ich mal. Und Wollen ich wir habe ja vorspulen zur wirklich Insel Angst oder vor dem Hai. wollen wir hier ganz gucken? Man sagt ja, wenn Hai kommt, man soll ihm auf die Schnauze hauen. Ich weiß nicht, hat schon mal einer von euch einem Hai auf die Schnauze gehauen? Ich bin etwas skeptisch. Wenn ich jetzt hier im Wasser schwimmen würde und dann umkreist mich ein Hai, wie soll ich dem denn auf die Schnauze hauen? Ich meine, der greift mich doch dann an. Also wenn ich den boxen will oder so, beißt er mir da nicht einfach einen Arm ab. Also. Wow, ich war gemutet. Nice. Ich wollte gerade sagen, ein Haikopf ist doch locker so groß. Und wie willst du da die Nase treffen? Und wenn du das Maul aufreißt, also es ist wie ein kleines Krokodil irgendwie, ne? Ich meine, es gibt auch kleine Haie, aber zumindest die Haie, die wir hier im Spiel gesehen haben, waren schon immer alle relativ groß. Und ja, neulich ja auch erst wieder, da wurde ein Snowboarder, ja, nicht, das habe ich schon wieder falsch gesagt, kein Snowboarder, ein, wie heißt es denn, Mensch? Surfer, ach, ist ja egal. Ne? Der hat auch nicht die Nase getroffen. Ich hoffe, dass wir es nicht ausprobieren müssen. Gut, wir hätten noch das Paddel zur Verstärkung. Und hier die Steuerung. Ist nicht so einfach. Ah, ich sehe Palmen, ich sehe Palmen. Da ist eine. Die Insel ist auch ein bisschen größer. Vielleicht bleiben wir auch erstmal da. Ist ja auch völlig wurscht. Wir haben ja sowieso noch nichts. Aber da müssen wir auf jeden Fall hin. Ist ein bisschen größer. Das gefällt mir. Weil jetzt gleich wieder zurück zu paddeln, habe ich jetzt ehrlich gesagt wenig Lust. Von Insel zu Insel hier. Richtige Jet-Setter. Ja, es scheint, als hätten wir Glück. Ich glaube, bei einem Hai, da hört man auch irgendwie eine Melodie. Wir können ja auch nicht mehr ins Wasser gucken. Hauptsache, die Melodie kam so die ganze Zeit. Es war die ganze Zeit Hai-Musik da, oder? Ladi, willkommen im Stream. Schon gefrühstückt? Nein, ich bin gerade dabei. Aber das erste Ei ist schon alle. Das erste Ei ist schon weg. Das können wir alles noch aufessen hier. Alles noch zu verspeisen. Ich glaube, wir fangen auch mal an, zwischendurch mal ein Osterei zu essen, oder? Habt ihr auch ein paar Ostereier da? Also so ein Schokoei. Das mache ich mal ganz gern. Zwischendurch ein bisschen Schokolade, immer super. Ich glaube, das ging früher auch, dass man ins Wasser ein bisschen reinschaut. Ja, doch ein bisschen, aber. Freunde, glaubt mir, wenn ein Hai käme, das würden wir schon mitbekommen. Chili ist auch ein bisschen größer, die Insel. Das gefällt mir doch eigentlich. Ich kann mich echt überhaupt nicht mehr So, erinnern, ziehen wir was das jetzt mal hier raus. wir Ein dann bisschen an überhaupt Land, gemacht weil wir haben. Haben was wir gleich auf dem Wasser angefangen? lassen. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, aber das treibt natürlich ab. Wir müssen Haben wir da unser gleich Boot mal ein bisschen angefangen, hier irgendwie zack zu zu bauen? hinpacken. Als wir wieder zu unserer Insel zurück Ich wollen. glaube, wir sind fast gestorben am Anfang, ne? Man sieht sie nicht mehr. Da ist das unsere? Ne, wir kommen noch von da. Gut, Freunde, unsere Insel werden wir nie wiedersehen. Ah, verdammt, jetzt haben wir ja auch kein Lagerfeuer, ne? Das geht ja gut los. Aber wir haben noch unser Stone Tool, Gar nichts mehr haben wir. 92%. Wir werden jetzt als erstes mal hier ganz schnell einen Baum fällen. Da kloppen wir einfach wieder mit unserer Handkante hier schön drauf. Man sieht ein bisschen, er bewegt sich schon. Aber das dauert. Wir haben nämlich noch keine Axt. Später können wir uns auch eine Axt machen. Vielleicht auch mal eine Motorsäge. Ganz entspannt, wenn wir hier einfach so einmal das Ding durchkappen könnten. Solange Motorsäge gibt das es nicht immer so noch nicht, ist, ne? müssen wir hier leider stumpf draufhauen. Dauert einen kleinen Moment. Und jetzt müssen wir ihn gleich noch unterteilen. Ne? Er fällt jetzt gleich um. Jetzt müsste er eigentlich umfallen. Da, ja, seht ihr, da ist auch eine Kokosnuss. Die werden wir brauchen hier. Und ein paar haben wir. Das ist sehr gut. Wir haben hier sogar sehr viele Palmen. Hier werden wir auf jeden Fall ein bisschen überleben können. Das merkt man ja kaum, dass das die erste ist, die du überhaupt aufgenommen hast. Interessant. Also man muss sagen, ich finde beim Sound, muss ich sagen, merkt man schon, jetzt mittlerweile ist er ein bisschen besser. Ich habe ein bisschen mehr Einstellungen gemacht und so weiter. Aber
Auch die Grafik ist ein bisschen besser geworden, aber ansonsten passt. Ich würde die zweite Folge gern noch sehen. Ja, dann gucken wir uns die zweite noch an, oder?